Ey, ho Leute, was dieses Brötchen und dieses Paket miteinander zu tun haben, ja, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wir gehen gleich rüber und fangen an mit dem Packerl auspacken. Ich hab's wieder getan. Ich habe mir wieder bei Big Pack Barbecue etwas bestellt. Wohlgemerkt, ich habe bestellt. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass der Geizkragen mir extra was reingepackt hat. So Leute, dann schauen wir kurzerhand hinein. Mir war klar, die Rechnung flackt wieder ganz oben. Immer diese Drängler. Nur weil ich geschrieben habe, zack, zack, tacki. Ne, zacki, zacki, tacki. Und die schreiben einfach drauf, immer diese Drängler. Naja, aber wie gesagt, ganz normale Rechnung. Ich habe ganz normal offiziell bestellt. Und was ist das? Nee, oder? Tacky. Also. Boah. Boah. Das ist doch ein elendiger Quartalsäufer. Packt mir hier eine leere Flasche Gruskovac ein. Tacky! Was soll das? Verdammt! Die haben jetzt so auf die Plörre gefreut. Menno. Naja. Der kriegt noch sein Fett ab. Ja, was habe ich mir hier bestellt? Westfälische Mettwurst, luftgetrocknet. Habe ich mir die überhaupt mitbestellt? Nee, habe ich mir nicht mitbestellt. Dankeschön, sage ich mal. Die Leberwurst habe ich mal mitbestellt, auf alle Fälle. Ein paar leckere Bissen haben es mal auch mit eingepackt. Und was ich mir noch bestellt habe, die Taki Zwiebelmettwurst. Yam, yam, yam. Und jede Menge Landjäger. Sehr geil. Sehr geil. So. Taki, da sprechen wir uns nochmal. So geht es nicht. Nein, so geht es nicht. Ich erwarte noch ein Paket. Ne. Gut. Aber was machen wir jetzt heute hiermit? Und hiermit einen leckeren Big Matt. Lasst mich hier schnell ein bisschen zusammenräumen und dann können wir loslegen. Eine Schalotte, ein Brötchen oder eine Semmel, dann die Zwiebelmettwurst vom Big Tuck. Ich lasse jetzt mal zwei Stück hier. Und ein bisschen Butter und eine leere Gruskovac-Flasche. Ja. Die Schalotte schneiden wir einfach ein bisschen klein. Tun sie klein hacken. Mache ich schnell, nehme ich anderes Messer schnell dazu. Die Schalotte klein gehackt, sonst nehme ich immer eine Zwiebel dazu, aber heute wollte ich einfach mal mit der Schalotte probieren und jetzt massakrieren wir hier erst einmal unser Brötchen. Ja, ich muss jetzt einfach Brötchen sagen, eigentlich sage ich hier immer Semmel dazu. So. Und jetzt scheiden sich wieder mal die Geister, mit Butter, ohne Butter. Ich sag mit Butter. Ich liebe es einfach, wenn der Butter noch mit drauf ist. Hier wäre es jetzt vom Vorteil, wenn die Butter schon schön weich wäre. Aber die habe ich auch gerade erst frisch aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ja, lass mal so. Ja. Okay. Ja.
also wie gesagt, Zwiebeln oder Schalotten, das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ziemlich sportliche Mettwurst. So, Freunde, und fertig ist unser Big Matt. So, meine Damen und Herren, ich präsentiere den Big Matt. Ein absolut geniales Produkt. Lecker, köstlich, schnell selber zu machen. Einfach nur für die schnelle Brotzeit zum Empfehlen. Ich liebe es. Tja, jetzt werde ich mal einen Taki anschreiben. Leute, vielleicht kommt noch ein kurzer Nachtrag an das Video. Ansonsten, wenn es gefallen hat, kleines Ausbackerl-Video mit einem Big Matt. Einen Daumen nach oben, freundliches Kommentar, Abo und ja. Das nächste Mal kommt wieder ein ordentliches Grillvideo raus. Das übrigens schon. Nein. Ein Resteverwertungsvideo, was schon auf der Festplatte hängt. Mhm. Das habe ich schon gedreht. Also sind da mal die Videos um einen Tag verdreht. Macht nichts. Kommt bei mir auch mal vor. Okay? Aber jetzt, ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal und dranbleiben, vielleicht kommt noch ein Anhang. Und ich hoffe, der Taki hat jetzt mal einen Riesenschreck gekriegt, dass sein Kruskowack weg ist. Schauen wir mal, ob... Oh, der riecht schon so gut. Der ist bestimmt so lecker wie der letzte. Also Taki, du alter Schwerenöter, auf dich. Oh, warum habe ich mir bloß eine Flasche bestellt? Leute, der ist mal richtig geil. Richtig schön süß, lecker, schmackofatz. Tja, das war ein kleines, unbezahltes Werbevideo eigentlich für Big Tucks Barbecue. Warum mache ich das? Ja, ich zähle mittlerweile zu meinen Freunden, auch wenn ich ihn noch nicht live getroffen habe persönlich, aber der Schreibkontakt und Telefonkontakt einfach hervorragend und deswegen können wir ihn auch ein bisschen unterstützen. Oh. Und ich werde wieder bestellen. Leute, wir sehen uns jetzt aber wirklich. Tschaikowski. Ah, da war ja noch was.